Kusai starb, nachdem ihn die Polizei festgenommen hat. Kusai genau hier. Sein Tod hat viele aufgewühlt. Wir Ausländer sind ja Dreck für die Polizei. Äußere Gewalt als Todesursache schloss die Polizei früh aus. Er ist lebendig ins Polizeirevier rein und nicht lebendig wieder raus. Warum starb Kusai? Diese Recherche hat uns über einen Monat nicht losgelassen, weil sie ein sehr sensibles Thema berührt. Ein Mann wird festgenommen, kollabiert in der Polizeizelle in Ubud des Staates und stirbt kurz danach. Sofort steht eine große Frage im Raum. Ist das einfach so passiert oder hat das was mit dem Polizeieinsatz zu tun? März 2021. Kusai wird beerdigt. Der Tod des 19-Jährigen erregt große Aufmerksamkeit. Dennoch weiß keiner, wie genau Kusai gestorben ist. Die Rolle der Polizei ist unklar. Was überraschend war, die Polizei hat sich schnell festgelegt. Schon am Tag des Todes, vor jeder Untersuchung, sprechen sie von einem Unglücksfall. Also keine Schuld der Beamten, betont die Polizei immer wieder. Diese frühe Festlegung bringt im Netz viele gegen die Polizei auf. Ein paar Kommentare im Internet. Hier schreibt jemand: Wieder stirbt ein Mensch in oder durch Polizeigewahrsam. Ein anderer: Was passiert immer in diesen Zellen, dass die Ausländer sterben? Noch einer: Rassistischer Polizeigewalt in Dilmenhorst. Die Polizeigewalt in Polizeigewahrsam überlebte er nicht. Krasse Vorwürfe. In Bremen und Frankfurt kam es wegen Kusais Tod sogar zu Spontandemos. Und zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Einige sahen Parallelen zu anderen Ausländern, die Polizeigewalt erlebten oder im Polizeigewahrsam sogar starben. Im Fall Kusaika erklärt die Polizei in Pressemitteilung und in Interviews immer wieder, dass die Polizei keine Schuld treffe. Unrechtmäßige Polizeigewalt, ähnlich wie im Fall George Floyd, sei hier auszuschließen, sagt der zuständige Polizeipräsident. Die Polizei stützt sich auf vorläufige Ergebnisse eines Obduktionsberichts. Äußere Gewalt habe nicht zum Tod von Kusai geführt. Deshalb heißt es zunächst: Es gibt keine Ermittlungen gegen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Delmenhorst. Es gibt ein Todesursachenverfahren, wo geklärt wird, wie gesagt, durch Kolleginnen und Kollegen hier aus Oldenburg, wo geklärt wird, wie ist es dazu gekommen zu diesem Todesfall. Die Familie von Kusai hat zuerst versucht, die Stimmung zu beruhigen und hat im Fernsehen gesagt, in einem Interview, niemand soll die Polizei zu schnell verurteilen. Als Familie sind wir sehr schockiert über den Tod unseres Sohnes. Wir wollen aber, dass das auch in rechtlicher Hinsicht und in medizinischer Hinsicht aufgeklärt wird. Dieses Vertrauen haben wir in den entsprechenden Behörden. Und für uns gilt nach wie vor auch, bis die Schuld nicht bewiesen ist, die Unschuldsvermutung. Um es gleich zu sagen, wir werden den Fall natürlich nicht aufklären. Viele Fragen können wir noch nicht beantworten. Einige werden vielleicht immer offen bleiben. Aber eben weil dieser Fall so sensibel ist, müssen wir die Fakten sortieren. Und genau das wollen wir tun. Wir sind in Delmenhorst. Kusai wurde nahe eines Parks festgenommen. Er war dort mit einem Freund. Es gibt also einen Augenzeugen. Hamoudi. Er war dabei, als es passierte. An dieser Bank traf er seinen Freund Kusai. Sie wollten hier gerade einen Joint rauchen. Da kamen ihnen Zivilpolizisten entgegen, erzählt er. Kusai stand hier, er war hier hingehockt und ich stand genau hier. Und wir haben beide in Richtung Parkeingang reingeguckt. Und die Polizisten sind auch von dieser Richtung geradeaus auf uns zugelaufen. Und kurz bevor die bei uns waren, ungefähr da bei diesem Gully, ist Kusai hier lang in die Richtung gerannt. Als die Polizisten kamen, rennte Kusai weg. Aber warum eigentlich? Ich denke mal, weil er halt Gras in seinen Taschen hatte und vor den Konsequenzen ist er weggerannt, damit die Polizei ihn halt nicht schnappt. Er ist dann weggelaufen, da hat der Polizei mich gebeten, mich hier hinzusetzen. Ja. Daraufhin hat er Handschellen rausgeholt, hat mich an diese Bank festgemacht, ja, hat mir mein Handy abgenommen, ja, und ist dem Bein hinterhergerannt. Ja.
Und du hast dann da irgendwie so angekettet gehockt oder wie? Richtig, ich saß auf der Bank mit meiner linken Hand angekettet an der Bank. Und das waren ungefähr 20 Minuten, die ich hier saß. Hamoudi war also 20 Minuten von Qusay getrennt. Was in dieser Zeit passierte, weiß er nicht. Dann wurde er knapp 250 Meter von der Parkbank in ein Wohngebiet geführt. Hier hatte die Polizei Qusay eingeholt und nach eigenen Angaben mit Pfefferspray und körperlicher Gewalt überwältigt. Nach unserer Recherche kam es zu gegenseitigen Faustschlägen. Als Hamoudi hier ankam, lag Qusay bereits auf dem Boden, fixiert und schrie, erzählt Hamoudi. Also ich war hier am Stehen und Qusay war hier auf dem Boden liegend mit einem Polizisten auf seinem Rücken drauf in Handschellen. Qusay lag genau hier. Hamoudi verstand dieses harte Vorgehen nicht. Sein Freund lag doch schon in Handschellen auf dem Boden und hatte offensichtlich Probleme. Er hat zum Polizisten gesagt, ich möchte mich hinsetzen, ich bekomme nicht schwer Luft. Außerdem habe ihm das Pfefferspray zugesetzt und er habe immer wieder nach Wasser gefragt, aber keins bekommen. Kurze Zeit später kamen Sanitäter. Beim Einsatz vom Pfefferspray Standard. Sie haben Qusay angesprochen, aber behandelt haben sie ihn nicht. Hamoudi erzählt uns, dass Qusay auch die Sanitäter nach Wasser fragte und auch ihnen sagte, dass er schlicht Luft bekomme, ihm schwindelig sei. Daraufhin meinte der Sanitäter, dass er gerade am Schauspielern wäre. Dann habe ich mich auch eingemischt, weil ich gemerkt habe, dass es in Russland sehr schlecht geht. Und meinte, dass er nicht gerade am Schauspielern ist und das ernst meint. Daraufhin meinte der Sanitäter, er hat schon jahrelange Berufserfahrung und dass er merkt, dass er am Lügen ist. Also er wollte behandelt werden? Er wollte behandelt werden. Er hat ganz klar zum Sanitäter gesagt, ich kriege sehr schwer Luft. Aber Blutdruck hat er nicht gemessen? Blutdruck hat er nicht gemessen. Und Puls auch nicht? Auch nicht, nein. Hat er einen Pupillencheck gemacht? Pupillencheck hat er auch nicht gemacht. Und er hat kein Wasser bekommen? Er hat kein Wasser bekommen. Hamoudi sagte also, Polizei und Sanitäter hätten Qusays Hilferufe nicht ernst genommen. Polizei und Sanitäter bestätigen, dass sie ihm nicht geholfen haben und sagen aber in einer Pressemitteilung, dass Qusay keine Hilfe wollte. Da sie ihm kein Wasser gegeben haben, begründen sie so. Der Rettungsdienst führt keine Getränke oder gar Speisen mit, um überhaupt einer solchen Bitte nachkommen zu können. Ein Interview lehnen sie ab, wegen der laufenden Ermittlungen. Hätten die Sanitäter Qusay unter diesen Umständen nicht helfen müssen, statt offenbar alles als Schauspielerei abzutun? Atemnot nach starker Fixierung auf dem Bauch ist möglich und kann gefährlich werden. Dazu kommt das möglicherweise eingeatmete Pfefferspray. Wir sprechen mit dem Vorsitzenden des Deutschen Bundesverbandes Rettungsdienst und wollen von ihm wissen, wie man sich als Rettungssanitäter in so einer Situation verhalten sollte. Er ist dreijährig ausgebildet und hat sich natürlich davon zu überzeugen durch eine umfangreiche Anamnese und Untersuchung, ob jetzt ein medizinischer Notfall hier vorliegt oder nicht. Aber wie schon erwähnt, im Zweifel raten wir dazu, den Patienten dann entweder mit ins Krankenhaus zu nehmen oder dem Arzt oder Notarzt vorzustellen. Und können die Rettungssanitäter auch ohne Anamnese entscheiden, der Schauspieler? Ohne überhaupt irgendwas, also kein Puls, keine Pupillencheck? Grundsätzlich kann man das nicht. Die Frage ist, wie weit war es möglich, eine Anamnese und Untersuchung zu erheben? Wir haben es nicht selten auch mit Alkohol und Drogen intoxikierten Patienten zu tun, die einen nicht an sich heranlassen. Und damit kann keine Untersuchung stattfinden, ohne dass eine erhebliche Eigengefährdung vorliegt. Aber dann muss natürlich dann entsprechend auch gegebenenfalls der Transport so stattfinden ins Krankenhaus, aber dann den Patienten eben nicht weiter zu betreuen, das ist natürlich dann schon sehr schwierig. Hamoudi sagt, die Sanitäter hätten Qusay eben nicht untersucht. Die Sanitäter äußern sich dazu nicht. Die Frage ist, hätten sie Schlimmeres verhindern können? Etwa zwischen 19 und 19:30 Uhr wird Qusay ins Polizeiauto getragen. Er habe nicht mehr selbst gehen können, berichtet Hamoudi. Eine Polizistin habe noch gesagt, Qusay solle sich nicht so anstellen. Laut Polizei bringen sie ihn zur Wache und sperren ihn in eine Zelle. Nach Angaben der Polizei kollabiert Qusay circa eine halbe Stunde später, wird ohnmächtig. Er wird zum Krankenhaus in Oldenburg gefahren oder gebracht, ca. 40 Minuten entfernt, obwohl es nähere Krankenhäuser gab. Um 0.30 Uhr benachrichtigte die Polizei Qusays Familie.
An dieser Stelle stellen sich natürlich ganz viele Fragen. Was genau ist nach der Festnahme in der Zelle und im Krankenhaus passiert? All das haben wir die Polizei gefragt, aber keine Antwort, kein Interview, laufendes Verfahren. Was wir ja wissen, Qusay wird in diesem Krankenhaus offenbar noch notoperiert. Was genau passierte, ist aber noch nicht bekannt. Mit uns will das Krankenhaus nicht sprechen. Als seine Familie hier ankommt, liegt Qusay schon im Sterben. Die Familie teilt Videos von diesem Moment mit uns. Einen Monat nach dem Tod Qusays versammelt sich die Familie mit anderen Trauernden vor dem Rathaus in Delmenhorst. Das Ergebnis der offiziellen Obduktion ist da noch nicht bekannt. Die Familie hat auch eine private Obduktion in Auftrag gegeben. Sie wollen wissen, warum ihr Sohn gestorben ist. Für Mutter und Vater endloser Schmerz. Qusays Familie ist aus dem Irak, eine jesidische Familie. Jesiden werden vom IS brutal verfolgt. Qusay war deshalb nach Deutschland geflüchtet, alleine, um seine Familie später nachzuholen und ihr den lebensgefährlichen Weg zu sparen, erzählt sein Cousin. Qusay ist mit 14 Jahren durch Meere, durch Berge, durch tagelang ohne Essen, ohne zu trinken, mit irgendwelchen Schleusern, mit irgendwelchen Menschen, die er noch nie gesehen hat, die er nicht kennt, ist er zum Glück hier angekommen. Nee, Qusay war ein Kämpfer. Er hat ISIS überlebt und er hat diesen Weg überlebt. Bazan stand seinem Cousin Qusay sehr nah und half ihm beim Ankommen in Deutschland. Wenige Tage später besuchen wir ihn. Du organisierst alle Demos jetzt und Veranstaltungen. Warum machst du das? Warum ich das mache? Qusay ist für mich wie mein kleiner Bruder gewesen. Die letzten 5 Jahre waren wir fast tagtäglich zusammen unterwegs. Mal waren es mehrere Stunden, mal waren es auch wenige Minuten. Und das ist halt das Unfassbare, dass er jetzt weg ist. Qusay habe noch viel vorgehabt, viel gearbeitet, in 2 Jobs als Koch. Sein Traum war irgendwann ein eigenes Restaurant. Sein Cousin erzählt, die Familie kommt aus einem Dorf im Irak. Das sei 2014 vom IS angegriffen worden. Viele tausende Menschen in Binnen von Tagen getötet haben, Frauen versklavt haben, Kinder vergewaltigt haben. Das war ja das Grausamste, was in der letzten Zeit passiert ist. Die Familie habe dann Geld gesammelt, damit Qusay flüchten konnte. Er hat die ISIS überlebt, das war schon unglaublich für ihn. Und dass er dann hier ankommt, in ein sicheres Land, wo wir alle denken, die Polizei ist unser Freund und Helfer, aber In deren Gewahrsam ist er verstorben. Der einzige Faktor, der dazu geführt hat, dass Qusay nicht mehr bei uns ist, ist die Polizei, ist das Polizeirevier Delmenhorst. Denn das ist dort passiert. Wenn die Polizei nicht da wäre, wenn die nicht mitgenommen hätten, wenn die nicht kontrolliert hätten, wenn die ihnen Wasser gegeben hätten, da sind so viele Punkte, da sind so viele Fragen, die uns nicht beantwortet werden bis heute. Er ist lebendig ins Polizeirevier rein und nicht lebendig wieder raus. Und genau das ist für viele das Problem. Ein öffentlicher Trauerfeier für den 19-Jährigen. Ich komme mit Freundinnen von Qusay ins Gespräch. Ich bin eine Freundin, also eine gute Freundin von Qusay. Und an dem Tag, wo er gestorben ist, da waren wir verabredet. Da haben wir dort da hinten in Westfalenstraße gewartet. Ich und meine Freundin. Und er hat da angerufen gehabt und meinte, ich komme gleich. Und leider ist er nie wiedergekommen. Doch hier geht es nicht nur um die Trauer, um einen Freund, sondern auch um Wut auf die Polizei. Ihr habt ihn umgebracht! Viele erzählen uns, aus ihrem Alltag wissen sie, wie sich Rassismus anfühlt. Dieses Gefühl,
ein Mensch zweiter Klasse für die Polizei zu sein. Vielleicht ist es deshalb nicht verwunderlich, dass für Sie Kusai ein weiteres Opfer rassistischer Polizeigewalt sein muss. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass diese Ungerechtigkeit uns alle hier wirklich innerlich kaputt macht. Ich weiß nicht, was mit den Polizisten, die dafür verantwortlich sind, passiert ist, ob die überhaupt vom Dienst genommen worden sind, ob sie weiter im Dienst bleiben dürfen oder nicht. Wer glaubt schon an Ausländer? Das ist das. Keiner glaubt Ausländer. Wir Ausländer sind ja Dreck für die Polizei. Wir hören heute viele harte Vorwürfe gegen die Polizei. Umso wichtiger wäre eine Antwort auf die Frage, was ist in der Polizeiwache passiert, nachdem Kusai hierher gebracht wurde? Ein Interview mit der Polizei kriegen wir leider nicht. Sie wollen sich wegen der laufenden Ermittlungen nicht äußern. Es gibt sehr viele offene Fragen. Wir brauchen Antworten. Keiner will antworten. Keiner will erklären, was da passiert ist. Dann kommt die Polizei überraschend raus. Was genau machen Sie? Wir machen einen Film beim NDR, für den NDR. Und wir machen einfach Aufsager, gerade für den Film. Für welchen Film? Kusai K. Okay. Wie ist er gestorben? Und ich mache jetzt Aufsager, warum die Polizei mit uns nicht sprechen will. Wir haben Mail geschrieben, kein Interview. Ja. Wir haben Staatsanwaltschaft geschrieben, wir haben Sanitäter geschrieben, also Feuerwehr. Keiner will uns ein Interview geben. Wir machen einfach Aufsager. Warum wollen Sie alle nicht mit uns sprechen? Wollen Sie mit uns sprechen? Steuerung F. Das vom NDR. Noch zwei Polizisten. Hallo, ich grüße Sie. Die Polizisten wollen unsere Ausweise sehen. Fragen zu Kusais Tod sollen wir der Pressestelle schicken. Wir versuchen selbst weiter. Fahren noch einmal dahin, wo alles passiert ist. Gibt es dort noch jemanden, der das alles vielleicht gehört oder gesehen hat? Hallo? Wir sind vom NDR Fernsehen. Der Kusai wurde hier verhaftet. Haben Sie was gesehen? Nein. Ich war zu dem Zeitpunkt war ich nicht vor Ort. Hallo. Wir sind vom NDR Fernsehen. Darf ich Sie was fragen? Wissen Sie, was hier passiert ist? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich war zu Hause, wir haben nichts gehört. Wenn Sie hier wohnen? Ja. Wir haben ein Fenster da drauf. Ja, aber wir haben nichts gesehen. Nein. Haben Sie mitbekommen von Nachbarn? Von den Nachbarn? Was auch nicht. Wissen Sie gar nicht, was hier passiert ist? Was ich weiß nur von Zeitung, was passiert, aber andere nicht. Dann meldet sich ein paar Tage später doch noch ein Einwohner, der einen Teil der Festnahme direkt beobachtet hat. Er möchte anonym darüber sprechen. Konnten Sie mir noch mal erzählen, was Sie gesehen haben? Es war ein Freitag, am Spätnachmittag war ich im Haus drinne und hörte ich einen Schrei, also eine dauernde, laute Schreie. Bin ich rausgegangen und da lag ein Junge auf dem Boden und auf ihn ein anderer Erwachsener, der ihn fixiert hat. Er sah fertig aus auf jeden Fall, er sah richtig fertig aus und sein Speichel auf dem Boden konnte man das so ungefähr sehen. Das war ein bisschen hart. Sie haben gesagt, ein Polizist war auf ihn? Ja. Knie auf ihn oder auf ihn? Knie auf ihn und Hand an den Kragen. Und Hand an den Kragen. Mehr weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall die Schreie, dass man den Jungen nicht von seinen Leiden erlösen könnte, das war ein bisschen hart, finde ich. Oh, das war laut? Also haben alle das war richtig laut. Das war richtig laut. Ich weiß es nicht, was sich da machen konnte. Ich wurde von der Polizei aufgefordert, wegzugehen. Keine Ahnung. Natürlich bereue ich nicht viel mehr gemacht zu haben. Ich dachte, die Polizei ist da und dann ist alles in Ordnung. Ne? Das dachtest du aber? Nächsten Morgen hieß der Junge ist tot. Was soll ich denn machen? Ja. Ich habe mir ein bisschen Vorwurf gemacht, klar, aber echt wirklich, es tut mir echt leid. Ich konnte in dem Moment nichts was machen. Die Polizei ist da, die Polizei macht ihren Job, ihre Arbeit. Er erzählt, dass er all seine Beobachtungen auch bei der Polizei zu Protokoll gegeben hat. Es ist jetzt über einen Monat her, dass Kusai starb. Seine Familie sucht noch immer nach Antworten.
bei der Polizei, aber auch im Krankenhaus, in dem Kusai verstarb. Seit Wochen bitten sie das Krankenhaus um Einsicht in die Dokumente. Die Familie hatte ja auf eigene Kosten eine weitere Obduktion in Auftrag gegeben. Und diese Obduktion liegt uns jetzt vor. Die Untersuchung des UKE in Hamburg zeigt erstmal, an Kusais Körper gibt es einige Spuren von Gewalt. Das kommt wahrscheinlich von der körperlichen Auseinandersetzung bei der Festnahme, als die Polizisten ihn mit Gewalt überwältigt haben. Was die Obduktion aber auch sagt, diese Verletzungen führten nicht unmittelbar zu seinem Tod. Der Leiche fehlt auch ein Schneidezahn. Aber an der Stelle hatte Kusai wohl schon früher einen Zahnersatz. Der echte Zahn wurde also nicht von den Polizisten rausgeschlagen. Das wichtigste Ergebnis der Obduktion: die Todesursache. Kusai starb an Herz-Kreislauf-Versagen, ausgelöst durch Sauerstoffmangel. Wodurch wurde der ausgelöst? Welche Verantwortung trägt die Polizei, welche der Rettungsdienst? Die Anwältin der Familie will Aufklärung. Es ging um einen Jugendlichen, der gesund war, bevor er in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde, und danach war er tot. Das war ein gesunder, munterer, kräftiger 19-jähriger Jugendlicher, der keinerlei Anzeichen dafür gezeigt hat, irgendwie körperlich beeinträchtigt zu sein, geschweige denn irgendwie dem Tode nahe zu stehen. Das hat sich erst geändert, als er in den Polizeigewahrsam kam. Und wenn man das zusammennimmt, also den Zeugen, der sagt, der hat über Luftnot geklagt, der hat nach Wasser gefragt, der stand unter dem Einfluss von Pfefferspray, und die Feststellung, dass es eine Sauerstoffunterversorgung gegeben hat, die zum Tod geführt hat, dann spricht das natürlich schon eine relativ deutliche Sprache. Die Anwältin hat Anzeige erstattet. Bei der Staatsanwaltschaft läuft deswegen ein Ermittlungsverfahren gegen die beteiligten Polizisten und Sanitäter. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und unterlassener Hilfeleistung. Die große Frage bleibt aber: Was hat den Sauerstoffmangel ausgelöst, der letztlich zum Tod geführt hat? Dazu hat die Obduktion keine eindeutige Ursache ergeben. Wir haben mit einem Rechtsmediziner gesprochen. Denkbar wären verschiedene Gründe. Verschiedene Faktoren können eine Rolle spielen. Die starke Fixierung auf dem Bauch, Pfefferspray, starke körperliche Aufregung bei der Festnahme. Aber das allein reicht vermutlich nicht. Es müsste noch etwas Unbekanntes geben. Zum Beispiel der Konsum von harten Drogen. Diesen Verdacht hatte eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft zunächst nahegelegt. Sie schrieben, eine Intoxikation mit Fremdsubstanzen sei in Betracht zu ziehen. Mittlerweile ist das durch eine Blutprobe aber widerlegt. In Kusais Blut wurden nur geringe Mengen THC gefunden, also Marihuana, keine harten Drogen. Was also konnte das Unbekannte sein? Es könnte auch noch etwas in der Zelle passiert sein. Eine weitere starke Fixierung zum Beispiel. Kurz vor der Veröffentlichung dieses Videos können wir ein Dokument einsehen, in dem die Polizei schildert, was in der Zeit nach der Festnahme passiert sein soll. Die Polizei beschreibt, dass Kusai auf der Wache nach Wasser gefragt und getrunken haben soll. Es sei Kusai nicht gut gegangen, weshalb er sich auf den Boden legte. Die Beamten hätten ihn dann in eine Zelle mit einer Matte gebracht. Dort sei er 2 Minuten später dann im Stehen kollabiert. Das hätten die Beamten in der Videoüberwachung des Raumes gesehen. Eine Aufzeichnung davon gäbe es aber nicht. So beschreibt die Polizei das. Offen bleibt, ob es weitere Auseinandersetzungen gab, wie schnell reanimiert wurde und wann der Rettungsarzt kam. Das Papier, in dem das alles steht, ist das erste Obduktionsergebnis. Das Wichtigste, es widerspricht sich nicht mit dem Obduktionsgutachten, das die Familie in Auftrag gab. Bei der ersten Obduktion konnte man Sachen untersuchen, die man bei der späteren Obduktion nicht mehr sehen konnte. In diesem Gutachten gibt es Hinweise auf eine unentdeckte Vorerkrankung. Auch das konnte die Unbekannte sein. Dazu müssen aber noch einige Untersuchungen gemacht werden, die stehen aber noch aus. Diese Vorerkrankung konnte aber nach Expertenmeinung nur im Zusammenspiel mit einer krassen Festnahme, also Fixierung, Pfefferspray, zum Tod geführt haben. Also auch wenn noch nicht geklärt werden konnte, warum Kusai kollabierte oder woran er genau gestorben ist, wir fragen uns, wurde ihm genug geholfen?
wäre es vermeidbar gewesen, dass ein 19-Jähriger nach einer Polizeikontrolle wegen einer Bagatelle sein Leben verliert? Diesen Fragen muss jetzt auch die ermittelnde Staatsanwaltschaft nachgehen. Wir besuchen Kusais Vater. Das Warten auf Antworten und die Ungewissheit ist für ihn unerträglich. Für die Familie bleibt das bittere Gefühl, dass sie selbst erst die Aufklärung vorantreiben mussten. Warum starb Kusai? War es wirklich ein Unglück, wie die Polizei sagt, oder hätte er seinen Tod verhindert werden können? Die Frage ist noch nicht geklärt. Das hier ist der bisherige Stand. Aber das Ermittlungsverfahren läuft und unsere Recherchen gehen weiter. Was denkt ihr? Schreibt uns in die Kommentare. Leute, das Thema ist sensibel, also bitte diskutiert respektvoll. Und wenn ihr noch was sehen wollt, hier sind Vorschläge.